Schwemmland des Niger-Deltas bauen die Menschen seit Jahrhunderten ihre Häuser aus Lehm. Rohe Erde ist nicht nur der älteste Baustoff Afrikas. Sie spielt auch eine wichtige Rolle bei der Verehrung der Ahnen. Wenn in der Regenzeit der Fluss Bani über die Ufer tritt, gleicht sie einer Insel. Djéné, die Perle Westafrikas. Eine Stadt ganz aus Lehm gebaut. Seit Jahrhunderten ist sie das Ziel von Reisenden, Händlern und Gläubigen. Grand Mosquée von Djéné ist das größte Lehmgebäude der Welt. Aber Lehm ist vergänglich. Lehm braucht Pflege. Jedes Jahr wiederholt sich in den ersten Apriltagen ein uraltes Ritual. Weil die Güsse der Regenzeit die äußerste Lehmhaut der Moschee heruntergewaschen haben, muss sie von oben bis unten neu verputzt werden. Die alljährliche Lehmschlacht ist auch ein Wettstreit der 12 Stadtviertel Djénés. Dabei kommt es zunächst darauf an, so viel Lehm wie möglich auf Eselskarren oder in Bastschalen vom Fluss zum Platz vor der Moschee zu schaffen. Alle Jungen und Männer sind unterwegs. Angespornt von Trommeln und Flöten will jeder, dass sein Viertel die anderen übertrumpft. Die Arbeiten beginnen am frühen Morgen und müssen bis um 9 Uhr vormittags beendet sein, bevor die zunehmende Hitze den Lehm austrocknet. Banko heißt der traditionelle Baustoff aus Lehm, Reiskleie und Kuhmist. Aufgabe der Kleinsten ist es, den Banko mit Wasser zu vermischen, damit die Masse geschmeidig bleibt. Spinnengleich klettern in großer Höhe Freiwillige. Sie besitzen Gottvertrauen und tragen magische Amulette, sogenannte Kriegris, die sie vor Unfällen schützen sollen. Mädchen sorgen für den Nachschub an Wasser. Die Arbeit am Gotteshaus wird als Gemeinschaftswerk verstanden. Die Moschee selbst als Seele des Ortes, die mit Hingabe gepflegt wird. Die aus der Fassade ragenden Palmhölzer haben eine doppelte Funktion. Einerseits stabilisieren sie das Gebäude, andererseits dienen sie als Gerüst für Renovierungsarbeiten.
Zuletzt wird das Dach der Moschee in Angriff genommen. Um 8:30 Uhr vormittags ist der Wettlauf gegen die Zeit gewonnen. Die rechte Moscheeseite konnte noch vor der großen Hitze vollständig verputzt werden. Andere Stadtviertel werden in 2 Wochen die Arbeiten an der linken Hälfte der Moschee übernehmen. Gefeiert wird schon jetzt gemeinsam. Lehmbauten sind Generationenkunstwerke. Sie bedürfen der ständigen Pflege durch den Menschen.